Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Michael Schäffler hat den Ort des Handelns schon gezeigt und hat in kurzen Worten zusammengefasst die Zeit von der Machterschleichung am 30. Januar zur wirklichen Machtergreifung, für die Adolf Hitler und seine Leute nur 3 oder 4 Monate brauchten, um aus der ersten deutschen Demokratie eine nationalsozialistische Diktatur zu machen. Wir haben noch einmal den Ort gezeigt, das ist ein Luftbild aus dem Jahr 1935. Ihr seht den heutigen Mehringplatz, den damaligen Belle Alliance Platz, und ganz rechts ging die Lindenstraße ab. Sie ist inzwischen abgeknickt und führt jetzt direkt in den Mehringdamm. Damals führte sie noch direkt auf den Belle Alliance Platz, und in dieser rechten Ecke hinten stand ein großer Komplex von am Ende 27.000 Quadratmetern. Das war das Gelände der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit verschiedenen Einrichtungen, auch mit vermieteten Büros und anderen Einrichtungen. Und in diesem Gebäude, Lindenstraße Nummer 3, wurde ja der Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt im Jahre 1919 auf Antrag der damaligen Frauensekretärin, hauptamtlichen Frauensekretärin des Parteivorstands der SPD, Marie Juratsch, gegründet. Die Arbeiterwohlfahrt zog dann im Laufe der Entwicklung um die Ecke auf den Belle Alliance Platz Nummer 6. Und wir zeigen euch jetzt mal die 3 Hauptpersonen, die damals für die Entwicklung des Hauptausschusses zuständig waren. Da haben wir natürlich als allererstes Marie Juratsch, Handwerkertochter, Volksschülerin, Weißnäherin übrigens, zunächst einmal gelernte Weißnäherin. Sie kam dann mit ihrer geliebten Schwester Elisabeth 1903 als Schneiderin nach Berlin und schloss sich sehr schnell den Bildungsveranstaltungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an. 1919 wurde sie von Friedrich Ebert aufgefordert, sich zu bewerben als hauptamtliche Frauensekretärin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, und in dieser Rolle hat sie dann den Vorschlag gemacht, einen Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt ins Leben zu rufen. Die zweite Person, eine Generation jünger, war Lotte Lemke. Lotte Lemke, auch ein Handwerkerkind, Handelsschülerin, aber als erste schon an der sozialpolitischen Hochschule, der Berliner Hochschule für Politik, ausgebildet zur Wohlfahrtspflegerin, wie es damals noch hieß, hatte dann als Gesundheitsfürsorgerin in Ostpreußen gearbeitet und wurde mit 26 Jahren von Marie Juratsch aufgefordert, als hauptamtliche Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt tätig zu werden. Dann haben wir noch eine dritte Frau, das ist Hedwig Wachenheim, und das ist nun, wie sie in ihrer Autobiografie geschrieben hat, die Großbürgerin, die zur Sozialdemokratie findet. Aus einem sehr wohlhabenden Fabrikantenhaus, jüdischen Fabrikantenhaus kommend, sehr früh in sozialdemokratischen Kreisen verkehrend. Ihr Freund war ein berühmter sozialdemokratischer Abgeordneter, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Sie fand sehr schnell zu der Arbeiterwohlfahrt, zunächst mal zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie wurde von Marie Juratsch aufgefordert, sich zu beteiligen als Gründerin der Zeitschrift Arbeiterwohlfahrt.
zwischen 1926 bis 1933 14-tägig erscheinende, mit 30, jeweils mindestens 30 Druckseiten ausgestattete Fachzeitschrift, die dazu diente, die Genossinnen und Genossen vor Ort mit den neuen Aufgaben des Sozialstaates in der ersten Deutschen Republik vertraut zu machen, sie zu begründen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Genossen in der Lage waren, dafür zu sorgen, dass diese Gesetze und Verordnungen, vor allen Dingen war es ja das, zunächst mal das Reichs- und Wohlfahrtsgesetz, das RJWG, das Reichs- und Wohlfahrts-, Kindergesetz, Jugendgesetz, das vor Ort auch so umzusetzen, dass es dem Geist dieser Gesetzgebung entsprach. 1928 gründete sie die erste Arbeiterinnenhochschule, die soziale Wohlfahrtsschule der Arbeiterwohlfahrt, von der die spätere Bundestagsabgeordnete Martha Schanzenbach in ihren Erinnerungen die folgende Aussage gemacht hat, die ich immer wieder nicht nur mit Freude, sondern auch mit Gänsehaut mir selber vor Augen führe. Sie hat mit 88 Jahren, als sie in einem Gespräch ihr Leben rekonstruierte, in einem Altenheim im Schwarzwald, gesagt, und denkbar, das ist jetzt Originalton, und denkbar nicht, dass ein Mädchen aus Gengbach, aus dem Schwarzwald, nach Berlin kommt. Ich weiß noch, ich bin morgens um 4 am Potsdamer Bahnhof angekommen, da war so eine große Freitreppe, und da stand ich oben und dachte, mit Herzklopfen, was wird diese Stadt mir bringen? Und wenn ich jetzt mit meinen 88 Jahren überlege, was dieses Berlin für mich war, dann muss ich sagen, diese 2 Jahre Wohlfahrtsschule bei der Arbeiterwohlfahrt waren die glücklichsten Jahre meines Lebens. Okay, Hauptaufgaben der Arbeiterwohlfahrt in dieser Zeit waren, und das war auch die Idee des Parteivorstandes, der ja der Arbeiterwohlfahrt insofern misstrauisch gegenüberstand, als er seine schlechten Erfahrungen mit Parteispaltung gemacht hat. Er hatte erlebt die USPD-Abspaltung, er hatte erlebt die Gründung aus Spartakus zur Kommunistischen Partei Deutschlands, und er wollte nicht, dass nun eine neue Organisation sich gewissermaßen etabliert und verselbstständigt. Und von daher Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt innerhalb der SPD mit nicht eigenen Mitgliedsbeiträgen, sondern finanziert aus Spenden, aus einer Lotterie, aus einer Wohlfahrtslotterie und aus den Zuwendungen aus Mitgliedsbeiträgen der SPD selbst. Und der Parteivorstand legte auch großen Wert darauf, dass die Arbeiterwohlfahrt keine eigenen Einrichtungen ins Leben rief und davon Geld zog, sondern dass sie lediglich sich qualifizierte als sozialpolitische Speerspitze der Sozialdemokratischen Partei. Alle Genossinnen sollten so weit qualifiziert sein, dass sie sozialpolitisch mit den beiden großen Wohlfahrtsverbänden der Inneren Mission und der Caritas gewissermaßen auf Augenhöhe zumindest reden konnten, ohne mit ihnen vergleichbar sein zu wollen. Denn die AWO wollte keine Wohlfahrtsorganisation sein, sondern ein politisch aktiver, sozialpolitisch aktiver Teil der Arbeiterbewegung. Insofern mussten alle Genossinnen sozialpolitisch qualifiziert werden, um sich in die Lage zu versetzen, vor Ort und in den Parlamenten Reformgesetze und Verordnungen durchzusetzen und ihre sinngerechte Umsetzung gegen den Widerstand reaktionärer kaiserlicher Beamten durchzusetzen. Dazu dienten die berühmten Pfingsttreffen der Arbeiterwohlfahrt, die winterliche Bildungsarbeit, die eine ganz große Rolle spielte, und eben die Sozialschule mit Hedwig Wachenheim. Die lassen wir jetzt wieder weg. Danke. Dazu
gehörte, das war der zweite Punkt, gehörte es, dass die Mitarbeiter sich auf Augenhöhe mit ihren Gesprächspartnern, die wir heute uns angewöhnt haben, Klienten oder schlimmer noch Kunden zu nennen, auf Augenhöhe mit ihnen zu bewegen und niemals zu vergessen, Originalton, dass wir nur öffentliches Geld vermitteln und dass auch unsere persönliche Arbeit keine dem Einzelnen geleistete Wohltat ist, sondern pflichtgemäßer Dienst an der Gemeinschaft. So Clara Henrike in der Arbeiterwohlfahrt der Zeitschrift im Jahr 1927. Gleichzeitig aber, das war der dritte Punkt, sollten wir bedenken, dass Solidarität anders als Nächstenliebe eine Verpflichtung auf Gegenseitigkeit bedeutet. Weil alle, denen wir helfen, im Prinzip Klassengenossen sind. Und wenn wir ihnen helfen in ihrer Notlage, dann erwarten wir von ihnen, dass sie, wenn sie dazu wieder in der Lage sind, sich wieder aktiv, so hieß es damals, am Klassenkampf beteiligen. Insofern war Solidarität wirklich etwas anderes als Nächstenliebe. Und es ist später manchmal vergessen oder anders interpretiert worden, wie wir alle wissen und nicht immer sehr fröhlich erfahren haben. Vor allem aber sah die Arbeiterwohlfahrt, anders als die anderen Wohlfahrtsorganisationen der Liga, soziale Arbeit als eine politische Arbeit an. Ihre Mitglieder und Funktionäre mischten sich von Anfang an in die politischen Auseinandersetzungen der Weimarer Republik ein und beteiligten sich aktiv an den zunehmend aggressiver werdenden Kämpfen gegen die nationalsozialistische Rechte. Dazu muss man wissen, das ist heute nicht mehr so deutlich oder ist aus dem Bewusstsein verschwunden, aus der Erinnerung. Dazu muss man wissen, Josef Goebbels wurde 1926 zum Gauleiter von Berlin berufen. Und er wurde damit beauftragt, das rote Berlin zu erobern. Und er tat dies als Regisseur eines braunen Terrors, mit dem er die Straße eroberte. Dass er ein hervorragender Regisseur von Massendemonstrationen war, wie dem Reichsparteitagen oder den Olympischen Spielen. Das kam später. Aber zunächst eroberte er die Berliner Straße durch Terror, indem er die SA mit heruntergebundenen Käppis auf offene Lastwagen setzte und mit diesen Lastwagen mit Tatütata durch die Berliner Straßen fuhr und die SA-Leute skandierten ihre Parolen und schwenkten ihre Fahnen und vertrieben damit die wohlmeinenden, aber verschreckten Bürger vom Bürgersteig. Das war Terror. Und dieser Terror führte dazu, dass die Straßenkämpfe, die stattfanden, im Wesentlichen Straßenkämpfe waren zwischen Kommunisten auf der einen Seite und der Polizei und teilweise auch, wie im Wedding, in verschiedenen Straßen zwischen der Polizei, den Kommunisten und den Sozialdemokraten auf der anderen Seite. Die Linke, wir setzten dem braunen Straßenterror gegenüber das gesprochene und das gedruckte Wort. Auch in der späteren Illegalität und dem Widerstand spielten unsere Druckapparate, unsere Flugblätter, unsere Mauerinschriften, heute sagen wir Graffiti, und die illegalen Schriften, die wir später aus Prag über die Grenze ins Reichsgebiet schmuggelten, eine entscheidende Rolle. Eine wesentlich andere Rolle als Maschinengewehre und Sprengsätze. Wir haben argumentiert und in Massenveranstaltungen gesprochen, selbst wenn unsere Stimme und die vorsinnflutlichen Mikrofone unserer Argumente nicht weit genug in die Menschen trugen.
Die Arbeiterwohlfahrt hat vor allem versucht, die Frauen zu erreichen und gegen Hitler zu mobilisieren. Dazu zwei Beispiele. Einmal ein Aufruf aus dem Jahre 1932, die Frauenkampf der Eisernen Front. Die Eiserne Front war der Zusammenschluss linker Organisationen, die den Versuch machten, sich gegen den rechten Terror zur Wehr zu setzen. Aber in der körperlichen Aggressiv waren wir nie die Besten. Und dann die Eiserne Front, haben wir nochmal? Ja, die Eiserne Front ist dabei. Okay. Nun war es so, dass die Weltwirtschaftskrise 29 folgende die deutschen Wähler polarisierte und die beiden Flügel stärkte, die Nationalsozialisten auf der einen Seite und die Kommunisten auf der anderen Seite. Wobei man sagen muss, in Berlin hatten die Nazis niemals eine Mehrheit. Berlin hat noch in der letzten Wahl mit insgesamt 65% der Stimmen für Sozialdemokraten und Kommunisten gestimmt. Die Mitte aber verlor im Reichsgebiet immer mehr an Wählern und Zustimmern. In dieser Situation brachten führende Kreise von Industrie und Finanzwirtschaft den Reichspräsidenten dazu, Adolf Hitler als Reichskanzler einer Minderheitenregierung aus NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei zu nominieren. Dahinter stand die Idee, Hitler und die NSDAP einzubinden und zu zähmen. Das Kabinett Hitlers nach dem 30. Januar 1933 nannte nur drei Nazis. Nur drei. Hitler selbst als Reichskanzler, Wilhelm Frick als alter Kämpfer und Innenminister und Hermann Göring als alter Kämpfer, Minister ohne Geschäftsbereiche und späterer preußischer Innenminister. Alle anderen Minister kamen aus dem etablierten rechten bürgerlichen Lager und waren Politiker schon lange in der Weimarer Republik gewesen. Alle hatten übrigens blaues Blut. Da hatten wir Alfred Hugenberg, der hat es nicht. Er war aber Gruppdirektor und Medienmogul. Oder Werner von Blomberg, Reichswehrminister. Konstantin von Neurath, Außenminister. Schwerin von Prosig, Finanzminister. Freiherr von Elst-Rübenach, Verkehrsminister und Vizekanzler Franz von Papen vom rechten Flügel des Zentrums. Das war eine Regierung, die noch keine Machtergreifung Adolf Hitlers demonstrierte. Die Machtergreifung kam dann 4 Monate danach in einer besorgniserregenden Reihenfolge, die du angedeutet hast. Ich habe nochmal den Zeitplan dieser Machtergreifung zusammengestellt und wenn ihr rausgeht, könnt ihr es mit nach Hause nehmen. Adolf Hitler aber ließ sich nicht zähmen. Innerhalb von 4 Monaten schaffte er seine SA und das Innenministerium von Wilhelm Frick die erste deutsche Republik in eine nationalsozialistische Diktatur zu verwandeln. Wichtige Vertreter der Opposition wurden mundtot gemacht, in Schutzhaft genommen, eingesperrt, gefoltert, ermordet. Ich war 5 Jahre alt, als es meinen Vater in Dresden traf. Die Zeittafel der nationalsozialistischen Machtergreifung habe ich also aufgeschrieben. Dort findet ihr auch auf der Rückseite eine Aufstellung der Besitztümer, welche die Nazis sich aneigneten, nachdem sie die SPD verboten und die Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in Berlin und im Lande besetzt hatten. Sie stritten sich damals sowohl um die Geldmittel, die wir hinterlassen mussten, als auch um die Sachwerte.
Und das ist wirklich auch ein interessantes Beispiel, ein konkretes Beispiel, zu sehen, dass diese Liste beginnt. Zerstritt sich die Deutsche Arbeitsfront und die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Zunächst obsiegte die Arbeitsfront, später ging aber alles an die NSV. Und oben auf der Liste standen 4000 Nähmaschinen aus 1000 Nähstuben. Und das war ein Beispiel für die konkrete Solidarität in den Krisen der Weimarer Republik. Denn wir hatten sehr schnell Kleiderkammern eingerichtet und die Genossinnen und Genossen, die kamen, um sich etwas auszusuchen, was nicht passte, konnten sofort angeleitet werden, die nicht passenden Kleidungsmittel zu ändern in den Nähstuben der Arbeiterwohlfahrt. Und daneben standen 1000 Schreibmaschinen, weil eine zweite Aufgabe der Arbeiterwohlfahrt war die Beratung im Hinblick auf Ausbildung, Jobvermittlung, Streit mit dem Vermieter und Ähnlichem. Da wurden die einzelnen Genossinnen und Genossen beraten und ihnen wurden die Schriftsätze aufgesetzt und dazu brauchte man Schreibmaschinen. Und das Dritte, was nicht genannt wurde, waren die sogenannten Hortenpötte oder also Suppenkessel oder Gulaschkanonen, wie man später sagte, weil das die drei Dinge der konkreten Hilfe in der Not waren. Das Mittagessen, das kostenlos ausgegeben wurde, die Kleidung, die gespendet wurde und die Beratung, die gegeben wurde. So kann man also nicht sagen, dass die Arbeiterwohlfahrt wirklich zerschlagen wurde. Ihre Mitglieder wurden gedemütigt, gefoltert, eingesperrt, ermordet und in unzähligen Fällen vertrieben. Der Genosse Heinz Niedrig hat in seinem schönen Buch über die Arbeiterwohlfahrt zwischen 1933 und 1945 diese Vertreibung sehr deutlich uns klar gemacht und hat noch einmal gezeigt, wie es vielen von unseren Genossen gelungen ist, sich über die Grenze zu retten und zunächst nach Prag, dann nach Paris und später nach England und Amerika auszuwandern und zu flüchten, sodass die Arbeiterwohlfahrt sich nach 1933 in all diesen Zentren neu als eine Versammlung von konkreten und kämpferischen Antifaschisten entwickeln konnte. Zahllosen Genossinnen und Genossen gelang die Flucht über die Grenzen in ein befreundetes Ausland. Schon im Mai 1933 gründete Marie Juchacz in Saarbrücken, das damals noch nicht zum Reich gehörte, ein AWO-Café, eine Mischung aus Wärmestube, Volksküche, Beratungsstelle und Jobvermittlung. Im Sommer 1933 gründete Walter Friedländer in Paris die Arbeiterwohlfahrt der Sozialdemokratischen Partei in Frankreich. 1939 wird die AWO in den USA in New York gegründet. Prag, der neue Sitz der Sozialdemokratischen Partei, wird zum Zentrum der illegalen Arbeit, der Kurierdienste und Schmuggel illegaler antifaschistischer Literaturbetrieb, an der sich Lotte Lemke beispielsweise aktiv beteiligte. Aber als ganz Europa schließlich drohte, faschistisch zu werden, sammelten sich viele unserer Genossen im unbesetzten Teil von Frankreich, in Marseille, und hier organisierten vor allen Dingen Fritz Heine, den wir jetzt sehen, ja, organisierte Fritz Heine zusammen mit dem Journalisten Frey, einem Varian Frey, einem amerikanischen jungen Journalisten, der seit 1935 in Berlin lebte und für amerikanische Zeitungen schrieb,
Und der von Eleanor Roosevelt beauftragt wurde, eine Liste von besonders gefährdeten Deutschen zur Flucht über Marseille nach Süd- und Nordamerika zu verhelfen. Beide, Fritz Heine, mit dem ich im Parteivorstand der SPD später zusammenarbeiten konnte, und Vajan Frey, nachdem in Berlin eine Straße inzwischen genannt worden ist, zusammen, haben Tausende von Genossen geholfen, über die Grenze oder über das Schiff in die Freiheit zu kommen. Einer derjenigen, der im Ausland besonders als Genosse und AWO-Mitglied gewirkt hat, war Walter Friedländer, der ein frühes Bild von ihm, den ich selbst noch die Ehre hatte, in Amerika kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist nach Amerika geflüchtet, ist dort sehr schnell Professor in Chicago und später in Berkeley geworden und hat die Arbeiterwohlfahrt während der ganzen Zeit des Hitlerfaschismus international auf eine ganz tolle Weise vertreten. Wie andere AWO-Mitglieder hat er auch die deutschen Erfahrungen im Aufbau des Sozialstaates mit in die USA gebracht. Ich nenne Henry Ollendorf, Susanne Schulze, Erna Magnus, Hertha Kraus und Hans Staudinger, die alle in den USA nicht nur als Immigranten angekommen sind, sondern die amerikanische soziale Arbeit auf ihre Weise bereichert haben. Hitler und seine SA haben die Arbeiterwohlfahrt zwar aus Deutschland vertreiben können, aber sie hat international weitergewirkt, hat nicht nur überlebt, sondern hat sich auch weiterentwickelt und ist nach dem Ende des Faschismus nach Deutschland zurückgekehrt. Unter Opfern und Verlusten, aber gleichzeitig mit internationalen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen selbstbewusst und ungebrochen. Und Maike Eckel hat dazu einen sehr schönen Satz von Mari Juraj herausgesucht, mit dem ich meine Erinnerung an diese schreckliche Zeit beenden möchte. So freudig und gern wir alle in der Gegenwart stehen sollen, um darin das Unsere zu tun, so wichtig ist es auch, immer wieder zurückzuschauen, die Gegenwart an der Vergangenheit zu prüfen und sich an dem, was gut daran war, neu zu orientieren. Nicht, um in der Vergangenheit zu beharren, sondern immer wieder, um erneut für die Zukunft bereit zu sein. Vielen Dank.